Herzlich willkommen zu meinem vierten von sieben Videos zum Buch Identität von Francis Fukuyama. Und in diesem vierten Video geht es jetzt um das, was Francis Fukuyama unter Identitätspolitik versteht. Francis Fukuyama beschäftigt sich unter anderem mit der sogenannten Identitätspolitik, einer Politik für bzw. gegen bestimmte Gruppen, um wiederum die Anliegen der eigenen oder bevorzugter Gruppen zufriedenstellen zu können. Die Gruppe, welche mit Hilfe der Identitätspolitik gefördert werden sollen, können durch unterschiedliche Gruppenmerkmale unterschieden werden. So kulturelle Gruppenmerkmale können, wie im Fall afrikanischer Migranten, also Zuwanderer in Frankreich, unter anderem deren gemeinsame Sprache, Tradition und Geschichte sein. Muslimische Migranten in Europa verfügen dementsprechend über religiöse Gruppenmerkmale. Minderheiten wie die Slowenen in Österreich über ethnische Gruppenmerkmale wie ihre Sprache oder bestimmte Bräuche. Sozial benachteiligte Gruppen, wie zum Beispiel Geringverdiener und Langzeitarbeitslose, haben gemeinsame soziale Gruppenmerkmale wie ein verglichen mit anderen Bevölkerungsteilen deutlich geringeres Einkommen. Feministische Gruppen und Bürgerrechtsgruppen wie jene, die sich zum Beispiel für die Gleichberechtigung Homosexueller einsetzen, haben unter Umständen sexuelle Gruppenmerkmale wie ein bestimmtes Geschlecht oder eine sexuelle Ausrichtung. Mögliche Folgen einer Identitätspolitik für die dadurch geförderten Gruppen sind unter anderem eine Stärkung des Gruppenselbstwertgefühls und damit eine nachhaltige Stärkung der einzelnen Gruppen. Durch die Stärkung der einzelnen Gruppen eines Landes kann es aber auch, laut Francis Fukuyama, zur Schwächung des Gesamtstaates, dem Zerfall des Zusammenhalts der Gesellschaft und damit letztlich auch zum Zerfall von Staaten, wie zum Beispiel in Syrien und Somalia, in Teilstaaten, Stämme und religiöse Gruppen kommen. Identitätspolitik kann letztlich laut Fukuyama auch zum Scheitern der Integration oder Assimilation von Menschen in die Gesellschaft eines Landes beitragen. Im Falle einer Integration behalten die Migranten, also Zuwanderer, einerseits ihre ursprüngliche Kultur und Identität und erwerben aber andererseits die Sprache des Landes, in das eingewandert wurde, entwickeln eine positive Einstellung gegenüber dem neuen Staat und finden eine Beschäftigung am Arbeitsmarkt. Menschen, die sich assimilieren, geben im Gegensatz zu jenen, die sich integrieren, vollständig ihre ursprüngliche Kultur und Identität auf und werden ein Teil der Mehrheitsbevölkerung. Beim Scheitern der Integration bzw. Assimilation von Migranten, also Zuwanderern, entstehen multikulturelle Parallelgesellschaften. Die Zuwanderer leben in diesem Fall, also beim Scheitern der Integration und Assimilation, überwiegend mit Angehörigen ihrer eigenen Kultur zusammen und es entsteht ein Nebeneinander mit der Mehrheitsbevölkerung und deren Kultur. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn einzelne Gruppen die eigene Sprache, Brauchtum und auch antidemokratische Werte beibehalten bzw. sich erst aneignen. Größere Parteien demokratischer Staaten betrieben in den letzten Jahren zunehmend Identitätspolitik und konzentrierten sich so auf einzelne Bevölkerungsgruppen. Dadurch verloren diese ehemaligen Großparteien, auch Volksparteien genannt, jene Anhänger, die sich nicht mehr ausreichend von ihnen unterstützt sahen, und die Parteien erhielten deshalb bei den Wahlen eine zunehmend geringere Zustimmung. Da Francis Fukuyama den demokratischen Gesamtstaat fördern möchte, befürwortet er die Assimilation von Migranten und betrachtet die Identitätspolitik zur Förderung einzelner Gruppen sehr kritisch. Das war jetzt das vierte Video. Hier ging es um die Identitätspolitik. Im nächsten Video geht es dann um jene Ursachen der Gefährdung der Demokratie, die Francis Fukuyama meint, festgestellt zu haben. Bis bald.